Tage dieses Leben bejahende Maiwetter 2021. Das macht schon Freude. Sky und ich sind gerade soaking wet. So ein bisschen aus Trotz. Bevor wir losgingen, hat es nämlich wie aus Kübeln geschüttet und Tom meinte, warte doch noch, es ist zu nass. Und wenn man mir sagt, warte doch noch, es ist zu nass, ist relativ klar, dass ich aus Trotz erst recht losgehe. So war es auch. Jetzt haben Sky und ich gefühlt eine Badewanne durchlaufen. Also es ist echt ein ziemlich unschönes Wetter. Aber, wie gesagt, aus Trotz waren wir draußen und es fühlt sich gut an. Nasser Hund, nasser Jo. Ich hoffe, ihr kommt trocken durch den Tag. Sexy, oder? Da sollte sexy Musik drunter. Ja, da aber musst jetzt du sexy Musik hinmachen. Freunde, was ist das denn bitte für ein Kackwetter heute in Köln? Sonne, Regen, warm, kalt, alles dabei und vor allem viel Matsch. Egal, Sky und ich gehen gerade Gassi. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Tag und kurz für euch als Antwort auf die Umfrage, welches Marmeladenrezept ihr wollt. Die meisten von euch wollen tatsächlich das Rezept für Bachelorette haben. Das ist eine Himbeermarmelade. Was da sonst noch reinkommt, ich werde es euch verraten. Vielleicht heute, vielleicht die Tage. Mal schauen, wie ich Zeit habe. Aber das Rezept kriegt ihr, ist versprochen. Und hier kommt Sky. Sky, sag hallo. Sag mal hallo. Sag hallo. Ja, Sky. Was ist das? Ist das eine Sirene? Hallo. Frische Scones gebacken, meine original Jotted Cream und drei Marmeladensorten. Jana hatte sich kürzlich gewünscht, dass ich nochmal Scones für sie mache. Jetzt habe ich ihr zum Geburtstag eine Scones-Platte gemacht, frische Scones gebacken, meine original Jotted Cream und drei Marmeladensorten, die ich extra für sie erfunden und gemacht habe, die thematisch und von den Inhaltsstoffen was mit ihr zu tun haben. Das ist einmal hier Bachelorette. Das ist eine fruchtige Sache. Hier Ja-Sagerin. Und hier habe ich noch die Poolparty. Und mal schauen, wie die ihr schmecken. Und vielleicht verrate ich euch ja eins der Rezepte. Welches würdet ihr denn am liebsten wissen? Bachelorette, Ja-Sagerin oder Poolparty? Klickt mal an. Fuck, Freunde.
Ich komme mir vor wie bei The Purge. Ich habe Jana zum Geburtstag gratuliert. Nicht auf die Uhr geschaut. Und jetzt ist es kurz vor 9. Und in 9 ist in Köln Ausgangssperre. Das heißt, ich muss jetzt schnell nach Hause joggen. Und hoffe, ich schaffe das noch. Und ich rede so komisch wegen meiner Zahnschiene, weil ich total außer Atem bin. Also, 10 Minuten habe ich noch. Drückt mir die Daumen, dass ich es schaffe.